Ein herzliches Willkommen. Wir sind bei Freitag, 8. April 2022. Die Sonne im feurigen Widder, der Merkur im feurigen Widder, der Mond im familiären Krebs. Da ist einige Beruhigung, so ein bisschen Innenschau, familiäres Beisammensein. Wir haben Merkur im Sextil zu Mars, der sich im Wassermann befindet. Und das bedeutet, dass man sehr gut verhandeln, diskutieren, ausloten kann. Das sollte man natürlich nutzen. Mars und Venus sind beide im Wassermann. Und ich denke, dass man heute wichtige Aspekte klären kann. Aber man sollte den Mond im Krebs nicht unterschätzen. In familiärer Atmosphäre oder in familiärem Miteinander könnte das besser klappen, als jetzt, ich sag mal, rein sachlich. Daran sollte man denken. Und wir haben ja noch die Energie von Mars dabei bis zum Samstag. Da kann man einiges in trockene Tücher bringen. Schauen wir uns das jetzt in den Karten an. Ein herzliches Willkommen, lieber Widder. Wir sind bei Freitag, 8. Februar 2022. Die Sonne steht weiter in deinem Zeichen, der Mond im freundlichen, familiären Krebs. Nun kommt ein bisschen Ruhe rein. Zudem haben wir Merkur im Sextil zu Mars. Und da haben wir Fische, Merkur, Sextil, Mars im Wassermann. Okay. Des Weiteren haben wir ja noch immer die Verbindung von Mars und der positiv wirkt. Ja. Und wir haben natürlich Jupiter und Neptun. Und ich denke, das ist eine sehr produktive Energie. Was haben wir am Freitag für den Widder? Geduld. Geduld schadet nie, ist ja auch der Erfolgsgarant. Rückzug, von etwas verabschieden und Zurückhaltung. Okay, kann bedeuten, dass es da etwas gibt, wo du dich vielleicht nicht entschließen kannst, wo du vorsichtig bist, was auch gut ist. Wir haben aber so ein paar Zweifel, ob das ja wirklich so ist. Wir haben ja die Energie mit Neptun, dass man eben auch keinen Unwahrheiten aufsitzen möchte, dass man sich nicht über den Tisch ziehen lassen möchte und so weiter. Und ich glaube, dass du da versuchst, Dinge herauszufinden, zu klären. Ja, wir haben die 7 der Schwerter. Da haben wir die Diebstahlkarte an diesem Freitag. Und das bedeutet, dass du möglicherweise mit jemandem zu tun hast oder einer Situation zu tun hast, wo du vielleicht Zweifel hast, ob sich das lohnt, da einzusteigen, da mitzumachen, da zu unterschreiben, je nachdem, was es bei dir ist. Und ich würde auf jeden Fall wirklich sehr viel Geduld an den Tag legen. Ich würde das auf Herz und Nieren prüfen. Es sieht so aus, als ob da jemand dir Vorteile verspricht, diese aber möglicherweise nicht halten kann oder will. Also halte dich zurück, wenn dir heute irgendein tolles Angebot gemacht wird, was zu gut ist, um wahr zu sein. Versuche lieber, hinter die Sache zu steigen und das Ganze zu ergründen. Das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind bei Freitag, 8. April 2022. Sonne im Widder, Mond im friedvollen und familiären Krebs. Eine ruhige Energie, ja, mit Leidenschaft. Wir haben auch tolle Energien mit Mars. Wir haben Merkur im Sextil zu Mars. Das heißt, Kommunikation funktioniert und die Dinge laufen. Wir haben eben auch die Energie von Jupiter und Neptun. Also man ist auch sehr gefühlvoll, entgegenkommend, sensitiv. Man muss halt aufpassen, dass man da keiner Lüge oder keiner Geschichte auf den Leim geht. Und natürlich auch bei zu guten Angeboten ein bisschen genauer hinschaut. Was haben wir am heutigen Freitag für den Stier allgemein? Disziplin, ja, Durchhaltevermögen, Kraft. Da sind eine Menge Aufgaben, also der Freitag hat es wohl in sich. Wir haben Überlegungen. Also es kann natürlich sein, dass auf der einen Seite, bevor du dich an die Arbeit begibst, eine Überlegung sinnvoll wäre. Zum Beispiel danach, wie du das erledigst, in welcher Reihenfolge, was jetzt am besten wäre, also Prioritäten setzen. Ich glaube, dass du ziemlich viel vorhast, ja, und dass es wichtig ist, nicht einfach drauf loszuarbeiten oder zu agieren, je nachdem,
sondern sich einen Plan zu machen oder mit jemandem darüber zu sprechen. Wir haben den Ritter der Kelche. Das bedeutet, dass du auch Hilfe bekommen kannst. Es kann natürlich sein, wenn du jetzt zum Beispiel jemandem erzählst, ich muss das und das noch machen, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll oder so, dann wirst du Unterstützung erhalten. Es kann natürlich auch sein, dass du jemand anderem hilfst. Aber ich denke, dass du selber heute genug zu tun hast und vielleicht gar keine Zeit hast, jemand anderem zu helfen. Aber es könnte ja auch sein, dass du zum Beispiel sagst, wenn du mir hilfst, dann helfe ich dir morgen oder nächste Woche oder so. Also ich denke mal so Hand in Hand, man spricht das ab und da ist eine sehr liebevolle Energie dabei. Kann natürlich auch im Privaten sein, freundschaftlich und so weiter. Aber finde ich sehr, sehr schön. Also eine schöne Energie. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind bei Freitag, 8. April 2022. Wir haben die Sonne im Widder, den Mond im familiären Krebs. Sehr gefühlvoll entgegenkommt. Der Mann, ein oder andere, ist vielleicht auch ein bisschen empfindsam. Wir haben Merkur im Sextil zu Mars. Mars steht im Wassermann. Und ich denke, dass die Dinge, ja, erreichbar sind, machbar sind. Wir haben auch weiterhin gute Gespräche und wir haben natürlich Jupiter und Neptun. Ja, expandieren, vielleicht auch neue Bekanntschaften machen, alles das ist drin. Man muss nur aufpassen, dass man keiner Finte auf den Leim geht. Was haben wir jetzt heute für die Zwillinge? Königin der Stäbe, Feuerenergie, mit Optimismus an die Dinge rangehen. Sieben der Kelche, da haben wir Illusionen, das sind, dass man sich zu viel vornimmt oder dass man zu hohe Erwartungen an sich und oder andere hat. Die Herrscherin, die Dinge verlaufen sehr positiv, man kommt gut voran. Ja, ich denke mal, das rührt daher, dass du dich nicht auf alles stürzt, sondern auf das, was gerade anliegt oder was dir Freude macht, je nachdem, um was es geht. Also, wie gesagt, man sollte nicht zu viele Baustellen aufhaben, aber man kann eine Menge schaffen. Und ich denke, mit Freude und Optimismus geht das auch. Wir haben die Krebsenergie des Wagens. Wir haben ja den Mond im Krebs. Das ist das Familiäre. Es kann natürlich auch um familiäre Dinge gehen, die vorangehen, wo man einander näher kommt im Sinne von, was machen wir, wie wollen wir es klären, wie wollen wir was angehen, meinetwegen bei einer Renovierung oder bei einem Urlaub, bei der Planung und so weiter. Das ist alles möglich. Krebsenergie bedeutet ja auch als Kardinalszeichen, ich nehme die Zügel in die Hand. Und die muss ich natürlich, diese zwei Sphinxen muss ich natürlich so ein bisschen anleiten, wo die Reise hingehen soll. Und das kann, wie gesagt, in Bezug auf die verschiedenen, ja, ich sag mal, Richtungen, die jeder einschlagen möchte, schon mal ein bisschen herausfordernd sein. Aber du kannst das heute schaffen, die Dinge unter einen Hut zu bringen. Und darauf solltest du dich konzentrieren, denn auch die Krebsenergie hier ist ein Erfolgsgarant. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind bei Freitag, 8. April 2022. Die Sonne im feurigen Widder, der Mond im eigenen Zeichen, gibt dir ein gutes Gefühl. Auch familiäre Belange, denke ich, laufen gut. Wir haben eine gute Energie mit Mars, der im Sextil zu Merkur steht. Wir haben auch natürlich Jupiter und Neptun weiterhin bis zum 17. Und wir haben gute, ja, Gespräche auf jeden Fall, die man führen kann, wo man sich austauschen kann. Und wir haben natürlich Venus in den Fischen. Okay, schauen wir uns an, was wir für dich als Krebs am heutigen Freitag so haben. Allgemein natürlich. In seiner Mitte sein. Das ist schön. Mäßigkeit, Schützenergie, Gefühl und Intellekt kommen in Einklang. Wir haben viel zu tun. Da sind eine Menge Aufgaben, die auf dich warten. Und wir haben die Enttäuschung. Das kann natürlich bedeuten, dass man vielleicht ein bisschen viel aufgehalst bekommt oder dass man für jemanden was übernehmen muss, ja. Der Herzschmerz hier, die drei der Schwerter, muss jetzt nicht eine Enttäuschung im Gefühlsbereich sein, also partnerschaftlich oder so. Es kann auch im Job sein. Es hat was mit den Zehen der Stäbe zu tun. Entweder hat man schon genug zu tun, bekommt immer noch mehr, oder aber jemand springt ab, obwohl man guter Dinge ist und dann die Überraschung, terö, der Kollege, die Kollegin ist krank, zum Beispiel. Wir haben die drei der Münzen. Das ist das Thema, worum es geht. Du bist von einem oder mehreren Kollegen enttäuscht. Ja, jemand lässt dich hängen, vielleicht auch bei einer Aufgabe, wo der oder diejenige eben mithelfen sollte oder
Es kann auch jemand sein, der dir, sagen wir mal, beim Umzug helfen sollte und absagt, solche Sachen, ne? Bleibe trotzdem in deiner inneren Mitte. Wenn jemand irgendwas nicht macht, nicht kann oder so, dann wird das sicherlich seine Gründe haben. Bezieh das nicht auf dich, das ist ganz wichtig. Bleibe in deiner inneren Mitte, du kannst nur so viel schaffen, wie geht. Oder du fragst einfach jemand anderen, der dir dabei zur Hand gehen kann oder dich unterstützen kann. Das wäre schon wichtig, ja? Also nicht auf sich beziehen und andere Hilfe suchen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind bei Freitag, 8. April 2022. Sonne im Widder unterstützt dich weiterhin. Mond im Krebs lässt dich vielleicht auch ein bisschen familiärer werden, ein bisschen ruhiger. Das ist gar nicht so schlecht. Dann haben wir Merkur im Sextil zu Mars. Da ist die Kommunikation sehr angenehm. Da kommt man weiter. Mars ist sowieso positiv. Und dann haben wir auch noch die Verbindung zu Saturn. Da geht man es ruhig an. Da kann man gute Gespräche führen, aber auch Lösungen finden und adäquat arbeiten. Dann dazu haben wir noch Jupiter und Neptun. Da haben wir wieder die Expansionsenergie und die Fantasie, die natürlich einmal positiv sein können und einmal nicht so positiv. Das schauen wir gleich in den Karten. Venus ist natürlich auch noch in den Fischen. Das macht sehr sensibel und gefühlvoll. Schauen wir uns an, was wir am heutigen Freitag für den Löwen haben allgemein. Du schaust dir das Ganze erstmal aus der Vogelperspektive an. Das bedeutet, erstmal gucken, wie die Leute so drauf sind und wer mitmacht und wer nicht. Das funktioniert sehr gut, indem du nämlich selber sensitiv bist und weißt, wer dem zustimmt, wer mitmacht oder wer dabei ist. Dann läuft das Ganze gut. Und da haben wir liebevolle Energie, liebevolles Entgegenkommen. Also so ein bisschen sich in andere hineinversetzen, vielleicht auch Entgegenkommen zeigen. Hilfsbereitschaft auch zeigen von deiner Seite, das ist nicht das Schlechteste. Das führt dazu, dass man sich gegenseitig unterstützt. Wir haben hier die zwei der Schwerter. Das ist eine Entscheidung nicht treffen wollen oder eben Zurückhaltung üben. Das kann natürlich sein, dass du dir nicht sicher bist oder dass du Gründe hast, warum du jemanden in diesem Bereich nicht ansprechen möchtest. Vielleicht kommen die von dem Gehängten, dass du irgendwas erfahren oder gesehen hast. Es kann eben sein, dass diese Sache, die du gehört oder gesehen hast, Wirklichkeit ist oder eben nur Erzählung. Also wenn es um Mobbing geht oder wenn jemand irgendwas erzählt, dann solltest du dir Gewissheit verschaffen. Ja, du kannst ja zurückhaltend sein. Freundlichkeit sollte man trotzdem an den Tag legen. Und ich denke, dass du ja entweder zurückhaltend bist, jemanden direkt darauf anzusprechen oder alles, was dir erzählt wird, zu glauben. Das ist nicht die schlechteste Idee. Du kannst darauf zugehen, die Dinge laufen ja gut, aber ich wäre halt ein bisschen zaghaft, ja, bis ich genau weiß, ob das so richtig ist. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind bei Freitag, 8. April 2022. Sonne im feurigen Widder, Mond im familiären Krebs. Ja, das kann ganz gut laufen. Wir haben Merkur im Sextil zu Mars. Mars ist auch in positiver Verbindung zu Saturn. Und ich denke, dass man adäquat vorankommt, gute Gespräche führt und eben auch eine familiäre Atmosphäre hat. Wir haben immerhin auch Venus in den Fischen. Was haben wir jetzt heute für die Jungfrau allgemein in den Karten an diesem Freitag? Der Wagen, Krebsenergie, die Zügel in der Hand. Das bedeutet, du übernimmst die Führung, ne, wo es lang gehen soll, organisierst vielleicht auch. Die zwei Sphinxen wollen in die richtige Richtung gelotst werden. Das scheint nicht so auf Anhieb zu klappen mit den drei der Schwertern. Und da haben wir die Königin der Schwerter. Königin der Schwerter ist Aufrichtigkeit in erster Linie erstmal zu sich selbst und erst dann nach außen. Das bedeutet, vielleicht wolltest du zu viel, vielleicht wolltest du andere zu sehr überzeugen und die sagen nö. Es kann auch sein, dass du eben eine gute Idee hast, aber die wird nicht akzeptiert oder nicht angenommen. Da musst du zu dir selbst ehrlich sein. Ob das wirklich so eine gute Idee war oder welche Gründe dahinter stecken, aber eben ganz neutral, unvoreingenommen. Wir haben das Ass der Kelche. Es geht um Eigenliebe. Es geht darum, mit sich selbst eben positiv umzugehen. Und das kann eben auch bedeuten, dass du dir selbst keine Vorwürfe machst, wenn etwas nicht funktioniert, warum auch immer. Aber auch bedeuten, dass du vielleicht ehrlich zu dir selbst sein musst, je nachdem, dass die Idee vielleicht ein bisschen, ja, einen Mangel hat oder nicht ganz durchdacht war. Aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht
Und den solltest du ergründen, aber keinem, weder dir noch anderen, Vorwürfe machen, sondern einfach nur klären. Und dann vielleicht auch ehrlich zugeben. Es kann auch sein, dass du da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bist. Das wäre auch möglich. Aber das ist auch nicht dramatisch. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Waage. Wir sind bei Freitag, 8. April 2022. Die Sonne im Widder, Feuerenergie, der Mond im familiären Krebs, also eher so ein bisschen ruhiger. Wir haben den Merkur im Sextil zu Mars, Mars im Wassermann, der auch mit Saturn gut verbunden ist und eben für adäquates Arbeiten sorgt und auch für gute Gespräche. Wir haben Freundlichkeit, wir haben Energie dadurch, dass wir eben die Venus auch in den Fischen haben. Schauen wir uns jetzt mal an, liebe Waage, was wir für dich heute an diesem Freitag so allgemein haben. Man dreht sich im Kreis, man findet keine Lösung. Wir haben die 10 der Schwerter, Erfahrungen oder Enttäuschung darüber, dass etwas nicht funktioniert. Wir haben den König der Stäbe, Feuerenergie, Leidenschaft und natürlich ich will aber, ja. Das ist natürlich auch Optimismus, man lässt nicht locker, man sucht vielleicht nach Lösungen, die man jetzt noch nicht zur Hand hat. Dabei hilft natürlich die gemachte Erfahrung. Also man kramt so ein bisschen in dem, was man schon gelernt hat. Hier ist aber, wie gesagt, noch keine Lösung drin. Und wir haben den Ritter der Stäbe. Da haben wir diese spielerische Energie, das eben nicht so eng zu sehen und es locker anzugehen. Was ich auf jeden Fall hierbei beachten möchte, ist, dass du eben nicht über Dinge, die dich nicht weiterbringen, einfach hinweggehst. Wenn du das Gefühl hast, du kommst in einer Sache nicht weiter, dann musst du das nicht überspielen, dann musst du dich darum kümmern. Und zwar solltest du dann aufrichtig und ehrlich mit dir selber sein und sagen, okay, das hat jetzt nicht geklappt, warum hat das nicht geklappt und warum bin ich enttäuscht, ja? Was hat daran nicht geklappt, ja? Es nicht übergehen. Ich meine, die spielerische Variante ist im Moment natürlich einfacher. Aber wenn du dann im Nachhinein von dieser Sache immer wieder eingeholt wirst, weil es dich irgendwo erinnert oder du da keine adäquate Lösung für dich gefunden hast, dann ist das eine neue Schattenseite und das muss man nicht haben. Also ich denke, es geht darum, dass du dir selbst eingestehst, wenn was nicht funktioniert, wenn etwas nicht klappt. Auch wenn es schwerfällt, liebe Waage, es ist wichtig, nicht die Dinge, ich sag mal, ins hinterste Eckchen zu verkrümeln, sondern sich darum zu kümmern. Aber in aller Liebe, Freundschaft und in aller Ruhe. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind bei Freitag, 8. April 2022. Sonne im Widder, Mond im freundschaftlichen Krebs, also familiär, ruhig, auch Wasserenergie. Der Merkur ist im Sextil zu Mars. Und wir haben Mars in guter Verbindung zu Saturn. Da haben wir eben eine gute Gelegenheit, an den Dingen zu arbeiten. Venus befindet sich in den Fischen und wir haben bis zum 17. Jupiter und Neptun in einer engen Verbindung und beide befinden sich ja bekanntlich in den Fischen. Okay, Expansion, Erweiterung und Kreativität oder eben auch Fantasie, das kann auf der einen Seite dazu führen, dass man viel schafft, dass man sich großartig fühlt. Es kann auf der anderen Seite dazu führen, dass man übertreibt. Und da muss man natürlich aufpassen. Was haben wir jetzt an diesem Freitag für den Skorpion? 5 der Schwerter, Kritikpunkte, Dinge, die man verändern möchte, weil man sich ärgert oder weil man Verbesserungsvorschläge hat. 3 der Schwerter, da ist die Enttäuschung. Und da haben wir die 6 der Münzen. Okay, man fühlt sich unfair behandelt. Und man möchte das natürlich sofort kundtun, dafür kämpfen, sich dafür einsetzen, das wiederherzustellen. So, ich denke mal, das könnte bisweilen ein wenig übertrieben werden. Verbal, in dem, was man sagt oder so. Vielleicht ist man verletzend oder man wird verletzt. Wir haben den Herrscher. Das ist auf der einen Seite die Verantwortung, die du selbst auch dafür hast, Harmonie und Fairness herzustellen. Auf der anderen Seite kann es auch ein Vorgesetzter sein, der dich unfair behandelt. Das solltest du natürlich auch sagen, aber du solltest, ich sage jetzt mal, das in einem adäquaten Ton, einer adäquaten Art rüberbringen. Du solltest nicht explodieren. Wir haben ja die Sonne im Widder und das kann schon mal dazu führen, dass man eben, ja, ich sag mal, über die Grenze geht. Und das sollte dir nach Möglichkeit nicht passieren. Hab Verantwortung dafür, dass du eben auch für Harmonie
und miteinander sorgen kannst, indem du die richtigen Worte findest. Keine verletzenden Worte, und wenn du verletzt wurdest, dann tu es dem anderen nicht gleich, sondern sei in dem Moment der bessere Harmoniehersteller. Ja? Auch wenn es dein Vorgesetzter ist, es geht um Respekt und respektvollen Umgang miteinander. Ich denke, das sollte auf jeden Fall gelingen. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Schütze. Wir sind bei Freitag, 8. April 2022. Die Sonne im feurigen Widder unterstützt dich. Der Mond im Krebs verlangsamt einiges, macht aber auch familiär entgegenkommend oder aber auch ein bisschen empfindlich. Merkur ist im Sextil zu Mars. Mars ist im Wassermann und Mars hat auch eine gute Verbindung zu Saturn. Und damit kann man gut vorankommen im Job oder die Dinge ja in Konzentration erledigen. Zudem haben wir Jupiter und Neptun bis zum 17., die vielleicht für ein paar Irrungen und Wirrungen oder eben auch für, ja, ich sag mal, schlechte Stimmung auch bei dir sorgen können, vor allen Dingen Neptun. Wir haben beide in den Fischen, genauso wie die Venus. Schauen wir uns an, was wir für den Schützen am Freitag haben. Da ist der Stern, Wassermann-Energie, die Heilung. Da ist die Mäßigkeit, deine Karte, und da ist die Kraft. Du hast die Disziplin und die Kraft, in deiner Mitte anzukommen und die Heilung weiter voranzutreiben. Ich glaube, wir hatten diese Woche schon mal das Thema Heilung, und ich denke, dass du auf einem guten Weg bist, für dich selbst gut zu sorgen, um die Heilung voranzubringen. Das bedeutet auch, dich in Disziplin zu üben, Geduld zu haben und auch zu spüren, dass die Heilung sich vollzieht. Ass der Kelche ist die Selbstfürsorge. Es geht darum, mit sich selbst positiv umzugehen, zu beobachten, was deine Gedanken tun, also wie du deine Gedanken formulierst dir selbst gegenüber, das Ass der Kelche selbst zu befüllen, nämlich mit sich selbst erstmal ins Reine zu kommen, in seiner Mitte anzukommen, sich selbst zu schätzen, respektvoll mit sich umzugehen, denn so gehst du dann auch im Nachhinein mit allen anderen um. Man beginnt damit immer bei sich selbst. Es kann auch die liebevolle Energie sein, die dir entgegengebracht wird, aber ich sehe hier vor allen Dingen, dadurch, dass die Mäßigkeit deine Karte ist, die Heilung mit und für dich selbst, und das ist natürlich auch für andere ein Vorteil, weil wenn du geheilt bist, dich in deiner Mitte fühlst, bist du ein liebenswerter Mensch, und das ist auch ein Gewinn für andere. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind bei Freitag, 8. April 2022, Sonne im feurigen Widder, Mond im liebevollen Krebs, familiäre Energie, Langsamkeit und Sensibilität. Wir haben Merkur im Sextil zu Mars, Mars in einer guten Verbindung zu Saturn, und wir haben natürlich Jupiter und Neptun bis zum 17. Da ist auch alles in den Fischen, also Mars, nicht Mars, aber Neptun und Jupiter sind in den Fischen, die Venus ist in den Fischen, der Mars ist in Wassermann. So, schauen wir uns an, was wir an diesem Freitag für den Steinbock allgemein so haben. Vor einer Entscheidung stehen oder Weggabelung. Wir haben den Eremiten, die Jungfrau-Karte, seine Talente prüfen, in sich gehen, natürlich auch gefühlsmäßig da, ich sage jetzt mal, eine Richtung entscheiden, Bauchgefühl und gut überlegen. Da haben wir wieder Gefühl und Intellekt beisammen. Es geht möglicherweise darum, sich für etwas zu entscheiden, in welche Richtung soll es gehen, wie möchte ich weitermachen, was spricht mich an. Und dazu ist halt die Jungfrau-Karte da, eben zu schauen, wo fühle ich mich am wohlsten, wo ist mein Licht am Ende des Tunnels, wo möchte ich lang. Und da kann es Möglichkeiten geben, die entweder gut überdacht oder gut besprochen werden wollen. Das kann Familie sein, das kann Kollegenkreis sein, Freundschaften, wie auch immer. Wir haben die 8 der Kelche. Es geht darum, sich gefühlsmäßig abzunabeln. Ich denke, dass du dich an etwas gewöhnt hast, was vielleicht auch bequem und Routine war und dir das Gefühl von Sicherheit gegeben hat. Und jetzt stehst du vor der Frage, soll ich mich abnabeln oder nicht? Die 8 der Kelche sagt, probier was Neues, ja, fang ruhig was Neues an oder orientiere dich gefühlsmäßig neu. Es ist manchmal so, dass man sich ungerne zum Beispiel von alten Kollegen trennt, weil man die dann vielleicht nicht mehr wieder sieht, aber es gibt andere Möglichkeiten, diese Kollegen als Freunde zu behalten. Also das ist nicht das Problem. Aber es könnte für dich von Vorteil sein,
dich auch gefühlsmäßig so ein bisschen von etwas, naja, langsam aber sicher zu distanzieren, eben nicht daran ewig festzuhalten, weil es dich einfach nicht voranbringt. Und das gilt es natürlich in aller Ruhe zu entscheiden. Hier haben wir noch nicht die Entscheidung, die kommt auf dich zu am Freitag. Du sollst darüber nachdenken und möglicherweise zumindest das Wochenende darüber Klärung finden. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann. Wir sind bei Freitag, 8. April 2022. Die Sonne im feurigen Widder, der Mond im familiären, liebevollen Krebs. Und wir haben Merkur im Sextil zu Mars. Mars steht im eigenen Zeichen. Die Venus steht in den Fischen. Wir haben Mars aber auch in einer guten Verbindung zu Saturn, der dafür sorgt, dass man viel schafft und auch konzentriert arbeiten kann. Zudem haben wir Jupiter und Neptun, Expansion, Fantasie, Kreativität, aufpassen, nicht übers Ziel hinausschießen. Was haben wir jetzt für den Wassermann allgemein an diesem Freitag? Fünf der Schwerter, Streit liegt in der Luft, Konflikt. Es können aber auch konstruktive Gespräche sein, natürlich. Zehn der Münzen, es geht um Stabilität und Sicherheit, kann in Beziehungen, kann in Finanzen sein. Zurückhaltung haben wir da, die zwei der Schwerter. Man sollte also vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, wie man damit umgeht. Das kann bedeuten, dass du nicht zu hart, zum Beispiel verbal, attackieren solltest und also die Worte weise wählen, weil es könnte um was Finanzielles oder vielleicht auch eine Beziehung gehen, die sehr wichtig für dich ist. Und wir haben eben hier die Zurückhaltung. Wir haben den König der Münzen. König der Münzen ist Pragmatismus. Es ist Dankbarkeit und Demut dafür, was man hat und was man nicht hergeben will. Und ich sehe darin eben durch zum Beispiel eine nicht so schöne Äußerung oder einen Streit die Gefahr, eben diese Sicherheit und Stabilität zu verlieren, beziehungsweise den König der Münzen zu verärgern. Kann bedeuten, dass du ein bisschen zu weit gehen könntest verbal. Sei da bitte sehr sensitiv und vorsichtig, um dich nicht selbst irgendwo in Schwierigkeiten zu bringen, auch finanziell nicht, ja. Das kann auch sein, dass es darum geht, zum Beispiel Geld zu bekommen, zu erhalten. Und wenn man dann zu fordernd ist, vielleicht kann das daneben gehen. Also sei da bitte sehr, sehr liebevoll, sage ich jetzt mal. Entgegenkommt charmant, dann hast du eher die Chance, da eine Lösung zu finden. Auch wenn es um ein Streitgespräch geht, ja. Immer schön ein bisschen den Ball flach halten. Und dann wird das auch funktionieren, denke ich. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind bei Freitag, 8. April 2022. Die Sonne im feurigen Widder, der Mond im liebevollen familiären Krebs. Wir haben den Merkur im Sextil zu Mars. Mars ist auch in guter Verbindung zu Saturn, sorgt für Kontinuität und ja, dass man sich gut konzentrieren kann. Dann haben wir noch Jupiter und Neptun, die für Expansion sorgen, beide auch im eigenen Sternzeichen. Die Venus ist auch in den Fischen. Die Gefahr sehe ich halt momentan, weil du in sämtlichen Planeten natürlich dein Sternzeichen vertreten hast, dass du ein bisschen über, ich sag mal, Wolke 7 hinausschießen könntest. Es ist dir von Herzen gegönnt. Aber behalte die Bodenhaftung, ja? Wir schauen mal, was wir für die Fische haben an diesem Freitag. König der Kelche, skorpionische Energie, andere umgarnen, anderen mit Charme begegnen und sie um die Finger wickeln. Das kann aber natürlich auch jemand sein, der dich um den Finger wickelt, durchaus. Mäßigkeit, schön. Das bedeutet nämlich, dass du 50-50 Gefühl und Intellekt mit einbeziehst. Also auch Bodenhaftung. Dann haben wir den Rückzug. Ja, vielleicht geht es darum, sich von etwas zu distanzieren oder Abstand zu gewinnen. Das könnte zum Beispiel der König der Kelche sein, also jemand, der versucht, dich zu überreden, dir etwas, ja, ich sag jetzt mal, dir wirklich Honig um den Bart zu schmieren. Du bist in deiner Mitte und sagst, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Wir haben die Fünf der Stäbe. Die Fünf der Stäbe bedeutet auch innerer Konflikt. Oder eben Wettbewerb. Ja, vielleicht versucht dich jemand irgendwie hinters Licht zu führen, dich zu irgendetwas zu überreden. Ja, wenn du das feststellst, lieber Fisch, dann solltest du ganz schnell, ich sag mal, sagen, ich muss dann mal weg oder ich habe was anderes zu tun. Lass die Person dich nicht irgendwo hintreiben, wo du nicht hin willst.
Dieser Wettbewerb kann auch innere Unruhe sein, dass du merkst, irgendwas stimmt hier nicht. Deine Intuition ist hochgradig empfindsam und wenn du das merkst, dann solltest du dieser auch folgen. Das heißt nicht, dass du unflätig oder böse bist zu der Person, aber es ist wichtig, dass du weißt, wenn deine Intuition einhakt und sagt, irgendwas ist hier faul, dann solltest du darauf hören. Ja? Egal was es ist, privat, beruflich, was auch immer, dann solltest du auf deine Intuition hören. Das ist dein bester Navigator. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und sag bis morgen.